in der roten Ecke Alexander Grill, derzeit beim Verein Burgrhein-Wiesen, und dessen größter Erfolg war bisher die deutsche Meisterschaft im Jahre 2019. In der blauen Ecke Ramicevic vom KBC Höchstadt, dessen bester Erfolg derzeit der Bayern-Pokal im Jahre 2019 war. Ich glaube, das ist nochmal Applaus wert. Liebe Zuschauer, ich möchte Sie noch darauf hinweisen, dass dies ein Kampf, ein Einlagenkampf ist, so wie nicht mehr zu der offiziellen Veranstaltung des Ländervergleichskampfs zwischen Bayern und Hessen gehört. Liebe Damen und Herren, Grill ist nämlich auch bereits in Hand und Fuß. Die Vorzüge des Kickbox-Sports liegen in den umfassenden Ganzkörperteilen. Die gleichzeitige Verwendung der Arme und der Beine stellen höchste Anforderungen an die gesamte Fitness dar. Koordination, Kondition, Kraft, Geschick. Kickbox ist ein echter Allrounder-Sport. Ich kann Ihnen nur empfehlen, ausdrücklich empfehlen, entweder uns vom TV 1881 Altdorf mal zu kontaktieren, zu fragen, Fragen zu stellen, auch ins Internet zu gehen, darüber noch etwas nachzulesen. Wir würden uns freuen, Sie herzlich in unserem Training willkommen zu heißen. Keine Angst, nein, Sie müssen nicht bereits nach dem ersten Training wieder einen Kampf auf der Kampfmatte absolvieren. Alles nur das, was man möchte. Und jetzt viel Spaß bei der letzten Runde. Thank you.
liebe Zuschauer, ich höre mich. Es gab hier eine Disqualifikation, nachdem es einen Exit gab und damit was ist der letzte Kampf entschieden. Ja.